Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's. Ich sehe gerade, oh, okay. Ja, wir müssen gucken, dass wir das hier alles hinbekommen. Ne, also. Heile 10% kriegen wir hin. Es ist wohl diese besondere Zeit des Jahres, in der die Crockle Bay von diesen pubertierenden Wandern. Was ist denn mit Bill? Ist der Bill gerade in den Ferien bezeichnet werden? Entschuldigen Sie mich bitte, während ich mich für eine Weile. Was ist mit Bill? Wo ist der Bill? Da ist der Bill. Der arbeitet in der. Oh ne, arbeitet der jetzt in der Station hier gerade? Okay, wir müssen definitiv. Wir brauchen mehr Leute, die in der Station arbeiten, sehe ich gerade. Okay, wir brauchen viel mehr Leute. Das heißt, wir erweitern hier um. Ja, wie machen wir es? Um 2. Dann gucken wir mal. Wem wir da noch mit reinsetzen können. Ne? Wir brauchen definitiv mehr auf der Station. Also, Station. Station Fraktur. Station Fraktur. Station Fraktur. Okay. Ja, wir brauchen definitiv mehr. Wir brauchen mehr Krankenpfleger. Es sind zu wenig Krankenpfleger hier. Das heißt, Station hier. Und Molly. Die zwei werden wir jetzt erstmal zuweisen, ne? Dass die nur Station arbeiten. So, dann müssen wir einmal hier runter setzen. So, weg, weg, weg. Weg, 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 weg und weg und weg. So, die Molly werden wir direkt mal zur Weiterbildung schicken. Keine Kurse, wieso keine Kurse? Hä? Was ist hier? Okay. Wieso wird hier ein Kurs durchgeführt? Ich frage gar nicht erst. Okay. Wir haben doch aber 2. Ach, hier wird auch noch ein Kurs durchgeführt. Hui. Okay. Naja, gut. Dann sollen die erstmal die Kurse durchführen. Wir müssen gucken, dass die Leute hier vor den Stationen nicht mehr stehen. Ne? Wir müssen echt gucken, dass hier die Warteschlangen weggehen. Ja. Ist alles gerade an der Arbeit. Wir müssen echt gucken, dass wir keine Krankenpfleger haben. Also in der Zeit, wo die anderen Krankenpfleger. Wieso, hä? Wieso rennen die gerade weg? Voller Energie. Die war doch gerade in dem Raum. Geht die jetzt hier hin, oder was? Vielen von Ihnen. Ach, die geht jetzt hier arbeiten. Gut. Bekannt, da er kürzlich von einem neuen Eigentümer übernommen wurde. Das ist so geil, die geht einfach. Aber gut, weil hier nichts los ist. Für meinen Geschmack etwas zu viele moderne Schreiberlinge. Aber die Abteilung über suprematistische Poesie ist immer noch unübertroffen. Piss dich! Mann, geh weg mit deiner Glühbirne. Ich will nicht deinen Glühbirnenkopf kaputt schießen. Ich will ihr. Wieso steht die eigentlich so weit? Geh doch mal weg, Mann! Ich möchte gerne die Haltung, danke. Bang! Bang! Unsere Hausmeister sind auch komplett überfordert, ne? Merkt ihr schon. Kommen wir mal direkt ins nächste Upgrade drauf. Okay. Umtöpfer sieht auch nicht gut aus. Wir haben überall übelst die Warteschlangen.
Ja, das können wir mit Umtöpfer, da können wir ja eigentlich nochmal bauen. Das ist ja nicht so schlimm. Hier die Forschung läuft so einigermaßen. Radiologie war es, ne? Genau. Die Forschung läuft und jetzt läuft. Guck mal, jetzt läuft es langsam hier auch. Das heißt langsam, jetzt läuft es echt gut hier, muss ich sagen. Jetzt läuft es wirklich gut hier. Wo ich das Gefühl habe, dass die. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Immer noch sehr viel zu tun haben. Weiterbildung abgeschlossen. Es ist so geil, wie hier einer sitzt, weißt du? Wie einfach mal einer sitzt und der einfach nicht behandelt wird. Schön. Die gehen ja echt zufrieden raus, muss ich sagen. Die gehen ja echt zufrieden raus. Ich sag ja, die Leute sterben nur. Molly? Haben wir die. Hä? Wieso ist denn jetzt die Molly. Hat die sich jetzt schon weitergebildet? Echt jetzt? Nee, hä? Achso, nee, wir konnten die ja gar nicht weiterbilden, genau. So war's. Station. Ja, die Teilnehmer bringen uns alle nichts. Nee, nee. Aber wir können Behandlung und Diagnose können wir langsam etwas hochpushen. Meine Hausmeister sind also. Was ich mit den Hausmeistern muss ich auch mal noch was einfallen lassen. Die sind ja komplett überfordert, ne? Okay. Das Gerät ist auch schon wieder kaputt. Können wir mal hier verbessern. Das Gerät ist auch kaputt. Willst du mich verarschen? Funktioniert hier überhaupt was im Krankenhaus? Ah, wisst ihr was? Mechaniker wäre eigentlich am sinnvollsten, ne? Nee, warte mal, mach's mal so. Okay. Und wir verbessern jetzt mal unsere. Nee, warte mal. Wir müssen unsere Hausmeister jetzt langsam mal verbessern. Okay, Instandhaltung. Er kriegt 2. Er kriegt 2. Und er kriegt auch 2. Und der andere Hausmeister. Hier ist kein Feuer, hör auf zu lügen, Mensch. Echt, hier brennt? Wo brennt denn das hier überhaupt? Da! Schon wieder! Mann! Das ist schön wie, ist das, da ist doch ein Feuerlöscher. Ah, okay. Heute noch, oder? Nicht mehr. Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. Ja, brauchst nicht reparieren, alles gut. Okay, jetzt wird es natürlich ein bisschen heftig, weil ich habe jetzt extrem viele zur Weiterbildung geschickt. Aber egal. Kriegen wir irgendwie. Oh, scheiße. Irgendwie kriegen wir es hin. Hoffentlich. Ein Hausmeister hat um die Reparatur des Herzrasers gebeten. Das Problem ist, wir haben jetzt keine das Ding hier repariert, oder? Scheiße. Soll ich jetzt dafür jetzt nochmal schnell hier in. Das ist halt Mechaniker. Der Mechaniker bringt mir halt nichts. Er müsste halt das. Aber der hat. Nee. Lange dauert denn das noch? Wie weiter will. Oh fuck, hier ist ja auch ein Feuer. Scheiße.
Wir lassen das jetzt eiskalt einfach laufen, ne? Okay, das wurde gelöscht. Okay, immerhin. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Unterfasses gebeten. Geni, meine Hausmeister sind komplett überfordert. So, nee, warte mal, Pomodoro. Ah, doch, gach. Es gibt wirklich ein Feuer, die beste Gelegenheit zu üben. Ein Tag, ne? Ein Tag muss es, ne? Mal nie brennen. Warum? Verdiene 200.000 Euros. Kriegt das? War gut, wenn ich das jetzt. Ich darf das jetzt halt nicht ausgeben. Aber das müssten wir, glaube ich, hinbekommen. Können wir gleich verbessern. Kann sich jetzt mal um irgendjemand um das Feuer kümmern? Irgendjemand? Es wäre schön, danke. Oh, was? Wie viele Tage der Patient verbracht? 1007 Tage. Hm. Jetzt sind die hier vorne, ne? Warum? Reichen. Sie hören Nigel Bickleworth. Für meinen Geschmack hat Bungle Meditech da hat's gerade umgemacht, ups. Behandlung für das Kippknöchelsyndrom deutlich überschritten. Scheiße. Das Verfahren besteht schön, dass ich das Gerät so oft Fußes eines Athleten auf den Patienten. Ja, gut. Weiß der Himmel, wie ihre Behandlung für Fußpilz aussieht. Ey, scheiße, ich brauche unbedingt. Ach so, wirklich? Ich brauche mehr Hausmeister, ne? Ah, das ist kann doch nicht sein, dass ich 5000 Hausmeister brauche. Ja, den will ich als Gast. Achso, die anderen kann ich hier nicht mehr. Okay. Wer hat Einser-Ausbildung? Es brennt. Es sollte nicht brennen. Kann jemand das? Schick das Ding jetzt dann langsam mal hier reparieren. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Weißt du, den Leuten geht's ja auch echt gut, wenn die mal. Oh fuck, 7 Leute schon wieder hier. Ah, guck mal, die gehen alle glücklich raus. Also hier sterben die schon mal nicht mehr. Das haben wir hinbekommen. Nur noch in der Warteschlange. Die sterben halt wirklich nur noch. Die sterben halt wirklich alle nur noch. Oh, was? Aber nee, oder? Ey, Mutti, bitte nicht. Warum? Warum sind jetzt wieder so viele hier, Mann? Warum? Okay. Wir müssen jetzt gucken hier. Töpferei. Die können wir gerade nicht weiterbilden, ne? Scheiße. Wir brauchen, glaube ich, eine zweite Töpferei. Das ist. Nee, wir brauchen eine zweite Töpferei. Das wird sonst zu viel. Hier vorne haben wir irgendwo noch erstmal so Platz, wo wir noch eine Töpferei hinbauen können. Am besten hier in der Nähe von den Allgemeinmedizinern. Ich würde sogar sagen, dass wir. Guck mal, das war. Nee, aber Mütti! Wollte ich ja gar nicht. Dass wir jetzt sagen, dass wir hier eine Töpferei hinbauen. 4x4. Ach nee. Gut. Wir könnten natürlich auch die Töpferei hier hinbauen. Und da irgendwie ein anderes. Warte mal.
Bitte? Ja, egal, dann ist es halt nur noch ein Einsergang. Egal, egal. Dann machen wir hier die Töpferei hin. Wir brauchen definitiv eine neue Töpferei. Das wird sonst hier nichts mehr. Dann nehme ich hier so einen Eimer hin. Und wir müssen mal gucken, wie wir das weitermachen jetzt mit unseren ganzen Hausmeistern. Ich weiß nicht, die Hausmeister habe ich immer so gelassen, obwohl das eigentlich auch voll dumm ist, ne? Gerade Instandhaltung und sowas sollte man bei den Hausmeistern verbessern. Habe ich natürlich immer ein bisschen schleifen lassen. Ich bin halt nie gewillt, hier noch eine Blume reinzumachen, wenn ich jetzt hier noch eine Blume reinmache. Die Hausmeister sind so schon komplett überfordert. Wegen Blumen. Müsst ihr euch mal reinziehen, meine Hausmeister sind wegen Blumen überfordert. Kann ich hier nicht den Arzneischrank reinstellen? Geht das nicht? Scheinbar, ich guck nochmal. Nee, scheinbar kann ich hier keinen Arzneischrank rein. Ich dachte, okay. So, dann stellen wir hier auch einen Stuhl mit hin, der sich hinsetzen kann. Ja, dann können wir hier noch die weißen, dann machen wir hier die weißen Schränke. Oder wir machen das Zimmer. Nee, ach, Ponders, was bringt das, das Zimmer kleiner zu machen? Wir kriegen dann nichts mehr. Nichts mehr hier richtig. Ja. Gut, wir können sie die. Nee, ach komm, wir lassen jetzt einfach. Ey, wir lassen das so groß. Egal. So, hier brauchen wir natürlich dann einen Arzt wieder mit Behandlungskompetenz. Nicht mit Diagnose, hier brauchen wir Behandlung. So, ich guck nochmal. Ich glaube aber hier brauchen wir keine Diagnose. Das ist immer noch ein Dreierzimmer? Jetzt. Gut, dann lassen wir das Zimmer jetzt erstmal so. Hier gucken wir nochmal, was wir hier reinbauen. Das Ding verbessern wir erstmal. Hier brauchen wir, glaube ich, gar keine Diagnose, ne? Das ist ein Patient behandelt, die Schmerzen leiden, das Maschinen machen, wovon wir ursprünglich vom Patienten entwickelt, doch das. Warte mal, X. Behandlungstechniken. Okay, wir brauchen hier nur Behandlung. Das heißt, wir holen uns jetzt einen Arzt, der direkt hier Behandlung hat. Das ist doch ganz gut. Warte mal, können wir hier den anderen, können wir noch nicht verbessern, ne? Nehmen wir hier. So. Und der darf überall arbeiten, wo Behandlungstechniken wichtig sind. So, das heißt... Genau. Können wir so lassen. Töpferei und Entleuchtungsklinik, ne? Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Okay, wie sieht das gerade mit der Station 7? Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Deprimators gerufen. Die Fraktionsstationen sind halt 7, ne? Hier sind 13. Würde er an. Es würde ja bedeuten, wir bräuchten noch mehr. Es wird langsam aber irgendwie zu viel. Wer kann denn die Behandlung machen? Oh, so die zwei. So, die können wir dann direkt bei. Oh, fuck, ey. Sollte ich vielleicht den Leuten Motivation auch nochmal geben? Das ist die Frage. Die Patient hat sich geweigert, hier zu bezahlen. Soll ich verpissen, der Typ? Willst du ja erstmal den Typen gesund machen? 311 Tage. Es ist aber, ihr seht's, ne? Die Leute sterben wirklich in der Warteschlange. Das kann man wortwörtlich sagen. So, jetzt fehlt hier wieder ein Arzt. Weil der... Ah ne, die Ärztin ist da. Stu,
Stubentiger? Okay, die müssen wir bald. Versuch's mal mit Bürolöwen. Kein Schreibtisch ist sicher, wenn diese. Okay, hier läuft's beim Umtopfer. Auf nicht so leisen Pfoten wühlen sie sich problemlos durch jeden Papierkram. Miau. Die Bürolöwen. Jetzt täglich auf Bungle Kids. 25 Stunden am Tag. Ah, ich glaube, das sieht gerade ganz gut aus mit unseren Ausmeistern. Ich werde den noch. Das war falsch. Scheiße, was habe ich denn jetzt verkauft? Weiß das jemand? Nee, Snackautomat war es nicht. Scheiße. Getränke. Ich glaube, es war ein normaler Getränkeautomat. So. Dass ihr aber auch nicht mal selber hier auf die scheiß Idee kommt, mal die Kacke hier zu reparieren oder so, ne? Ihr lauft die ganze Zeit an den ganzen Dingern hier vorbei. Oder mal hier aufzuwischen. Oder braucht ihr dafür, brauchen die dafür eine extra Ausbildung? Warte mal, habe ich das überhaupt gesagt, dass die Hausmeister sollen alles machen, würde ich sagen, oder? Oh, sollen wir die ausspezialisieren? Sollen wir die Hausmeister ausspezialisieren? Sollen wir die spezialisieren? Wenn wir jetzt sagen, dass. Was ist denn das hier? Wir sagen, dass er wirklich nur Instandhaltung machen darf. Aber er darf auch. So, pass mal auf. Er darf das machen. Komm, du gehst mal von der Toilettenreinigung weg. Bewässern. Du darfst das. Also Feuer löschen darf jeder. Ich finde das Schwachsinn, irgendjemanden dafür irgendwie, weiß nicht. Feuer löschen darf nicht jeder, weil ich denen das weggenommen habe, warum auch immer. Du kümmerst dich mal. Okay, du bist ein Allrounder. Ist halt auch ein Allrounder. Der darf, den nehmen wir mal hier weg. Er darf jetzt nur hier arbeiten. Und die Geisterjagd, ja, okay. Er darf das machen. Du bist auch ein Allrounder. So, mal, vielleicht läuft es jetzt besser. Mal gucken. Vier in der Warteschlange. Drei in der Warteschlange. Sind halt unsere Allgemeinmediziner sind schon wieder komplett Kacker. Direkt Stationsverwaltung, würde ich sagen. Und wir haben kein Geld. Gut. Brauchen wir 30.000. Machen wir gleich. Das sind nur die Medikamente. Hört auf hier. Hör auf, so eine Scheiße zu erzählen. Instandhaltung der Topferei erforderlich. Ich muss schon sagen. Okay, Weiterbildung abgeschlossen. Sehr schön. Bis hierher gespürt. Das ist total schön. Das interessiert mich nicht. Die man mir für meine vielen Leistungen verliehen hat, wäre mir fast von der Wand auf meinen Kopf gefallen. Ich muss wohl etwas aufräumen. Wo arbeitet denn die Gutste? Da muss ich mal ganz kurz hier auch nach. Da muss ich mal kurz nachgucken. Ich will mal kurz wissen, wer. Am Mist war das jetzt eine Erde. Scheiße, ich will schon wieder nicht. Oh, warte mal. Ich muss mal hier Gehälter machen. So. Gibt's Apothekenverwaltung? Warte mal. Katie. Kennt die da? Warte mal, ist das jetzt ein Arzt? Ich hab's wieder vergessen. Schwester. Kennt die da?
Da. Okay, der geben mir direkt mal die Weiterbildung. Und die macht Diagnostik 2. Arbeitet in der Fraktionsstation? Nee, machen wir nicht. Könnten wir machen in Arzt auf 2 Diagnostik? Ja, können wir machen. Machen wir so. Okay. Umtöpfer gleich mal upgraden. Okay, wir müssen echt hier. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ich verbessere das. Oder besser gesagt, ich lasse hier mehr Angestellte rein. Also ich wollte es gar nicht ganz komplett... tut mir leid, ich wollte es nicht komplett wegdrücken. Tut mir sorry. Na gut. Aber es reicht immer noch nicht, ne? Wir brauchen mehr... Ich glaube, wir brauchen mehr per... Oh. Nee, wir brauchen mehr Personal. Oder? Ich glaube, wir brauchen mehr Personal. Und nicht schon wieder, oder? Was ist denn das? So geht denn immer das Scheißding kaputt. Das ist sie. Ah, wurde verbessert. Wie sieht's denn eigentlich hier? Ah. Die Alte ist fertig. Von Radio Two Point hat heute den Zustand unserer örtlichen Krankenhäuser untersucht. Ich hoffe, sie hat ihre Zeit nicht damit vergeudet, Patienten... Forschung 3, ja. Oh, mega. Scanner. Nach der Entdeckung von Röntgenstrahlen vermuten Wissenschaftler nun die Existenz von Röntgenstrahlen... Was? Nach der Entdeckung von Röntgenstrahlen vermuten Wissenschaftler nun die Existenz von Röntgenstrahlen. Okay, Oder verbessern. Nee, komm hier. Ich glaube, ich brauche langsam wirklich die besseren Dinger hier. So, wir haben jetzt... Die Radiologie. Fortschrittliche Diagnose. Besonders gut dafür geeignet, Dinge zu finden, die in Leuten verloren gegangen sind. 4x4. Och nee, wieso sind denn alle Zimmer? Warum? Mutti, warum sind denn alle... Ah. Ja, das ist doch... So weit hier hinter, die Diagnose. Boah, ich bin gerade echt am Überlegen, ey, Mann. Oder hier hin, sollen wir die Diagnose hier hin machen? Auch schon ziemlich weit, ne, eigentlich. Das reicht. So, den Rest da, der wird verkauft. Das, oh, boah. Okay. Hui. Moment, was bringt mir mehr Konsolen? Was hat das für einen Vorteil, wenn ich hier... Oder kann ich mal eine Konsole bauen? Forschungsvermögen? Was bringt mir hier? Hä? Bringt mir hier der Forschungsvermögen? Wir bauen es einfach. Mülltonne. Hier für Hände desinfizieren. So. Ja, Kaffeemaschine wird wohl nichts mehr, meine Gutsten. Ihr braucht nicht überall eine Kaffeemaschine. Weiterbildungstempo würde ich sagen, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber das verbessern. So. Eine Uhr darf nie fehlen. Eine Uhr darf niemals fehlen.
Ja, ich habe das Zimmer, ja, das ist natürlich jetzt alles hier ein bisschen eng. Ich habe aber auch wirklich keinen Stuhl mehr. Ja gut, dann lassen wir es so. So. Fehler beheben. Was für einen Fehler soll ich denn jetzt beheben? Die Sachen werden, ich dachte, die werden jetzt automatisch hier verkauft. Warte mal, eigentlich, warte mal. Telefon könnte man ja eigentlich, geht nie, weil das Zimmer ja sozusagen noch gar nicht da ist. Dann verkaufen wir das Objekt. Aber wo ist denn der Fehler? Sind das wirklich die Objekte, die verkauft werden müssen? Ich dachte wirklich jetzt, das wird automatisch gemacht, aber scheinbar nicht. So, warte mal, kann man jetzt. Ja, hier könnte man ja. Was? Ach, dann. Nee, so. Ach, die ganze Maschine! Ach so! Hä, ja, wie? Hä? Wie soll. Hä? Aber wisst ihr was? Dann mache ich halt den Raum jetzt größer. Ich möchte gerne den Raum größer machen. Danke. So. Aber ganz ehrlich, dann machen wir den Raum jetzt so. Das ist mir jetzt buggy. Dann passt hier noch ein Stuhl hin. Dann können wir doch hier noch eine Kaffeemaschine hinmachen. Siehst du mal. Dann kommen hier weiße Schränke noch. So. Und da hat der Gute doch seine Kaffeemaschine. Da kriegst du noch ein Pflänzlein. Obwohl die ganzen Hausmeister komplett überfordert sind. Dreimal dasselbe Bild. Und die ungültigen Sachen werden verkauft. Ich bin mal gespannt, wie das Ding hier angenommen wird, ne? Radiologie war die Diagnose, ne? Ich guck noch mal. War reine Diagnose. Genau, reine Diagnose. Das heißt. Ja, wie mal, ich würde sogar schon fast sagen, alle, die, tja, wie machen wir das? Hier kommt doch bestimmt wieder ein Krankenpfleger rein, ne? Ah, nee, ein Arzt kommt hier rein. Okay. Ja, Ärzte. Ja. Nein, 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 nein. Ja, okay. Nee, nee. Ja, okay. Gut, wir brauchen einen Arzt, der wir nur auf Diagnose trimmen. Das heißt hier, der Gutste, Radiologie. Und du wirst jetzt mein Gutster nur auf Diagnose getrimmt. Ja, von mir aus kann. Hier, mach du mal. So, du wirst nur auf Diagnose getrimmt. Und er darf. Ja, wie machen wir das? Soll der jetzt nur erstmal in der Radiologie arbeiten oder soll der überall arbeiten dürfen? Das ist halt die große Frage, ne? Maschinen gehen mir langsam echt auf den Sack hier, ne? wo ist denn einer? Wo war denn jetzt eigentlich meine Radiologie? Scheiße. Hier vorne, ne? Genau. Würde ich sagen, ne? Nur, genau. Machen wir so. Ich bin mal gespannt, ob die Patienten jetzt auch das Zimmer hier annehmen und wie gut das Zimmer arbeitet. Darauf bin ich am meisten gerade gespannt, wie gut das Zimmer arbeitet. Wie gut die Diagnose hier ist. Kriegen wir das hier ein bisschen anders gestellt? Was ist denn hier im Weg, hä? Ganz ehrlich, scheiß auf die Zeitschriften hier.
Mir doch egal. Ach so. Dann machen wir hier so ein kleines Badezimmer, würde ich sagen. Pflanze geht mir auch auf den Sack. Weg mit der Kacke. Genau, dann machen wir hier so ein Badezimmer hin. Na, kann man hier jetzt noch, Achtung, das ist mir gerade egal. Eigentlich nicht, aber... Ich bin echt gespannt, ob das Zimmer jetzt hier schon angenommen wird oder ob es dafür bestimmte andere Krankheiten gibt. Ne? Wir brauchen nur noch das hier, wir brauchen nur noch die Bewertung. Ne? Der Rest haben wir alles geschafft. Oder sollen wir den... Nee. Scheiß auf Patientenbetreuung. Brauchen wir nicht so ein Quatsch. Oh, Alter. Okay. Es wäre halt wirklich mal schön, wenn die Hausmeister mal wirklich arbeiten würden. Das ist mal jetzt kein Witz, ne? Es wäre echt mal schön, wenn die arbeiten würden. Ich kann doch nicht hier 5 Milliarden... Weißt du was? Ich stelle jetzt einen Hausmeister ein, der es nur jetzt hier sauber macht. Hier, schlechtes Gehalt. Und du machst jetzt nur sauber. Ist mir scheißegal. Du machst jetzt komplett nur sauber. Du läufst jetzt hier hin und her. Du machst nichts anderes, Madame. Du wirst nur sauber mal hier. Nein, nein. Ja. Nee, brauchst du auch nicht. Gießen, ja, Müll entfernen, Abfall entfernen, ja, und du darfst noch nicht mal Feuer löschen, hier. Und sie kriegt auch kein neues Gehalt. Aber schaut voll hier. Kopfschmerzen, können wir versuchen, kriegen wir, denke ich mal, nicht hin. Heute nehmen wir eine der größten Hürden, die unsere Grammatik zu bieten hat. Es handelt sich um den Unterschied zwischen dem und den. Es ist wirklich ganz einfach. Okay, einer schon in der Warteschlange. Es wird angenommen. Weil witzigerweise unser Spritzenhaus wird nicht angenommen. Ja, und mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Langsam läuft es ja. Es ist wirklich nur noch ja, Krankenhauswert. Kriegen wir aber auch noch hin. Ich glaube, eine Folge noch, zwei Folgen. Dann haben wir das auch geschafft. Also bis zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss.